Es gibt wohl kein treffenderes Foto als das, was der Johannes hier in Vorarlberg gemacht hat, mit diesem Schnappschuss. Auf der einen Seite den Regenbogen. Das steht ja für dieses klassische Aprilwetter mit Regen, Schnee und Graupelschauern. Zwischendurch kommt die Sonne heraus. Unten ist alles grün, oben ja letztendlich auch. Aber im Hintergrund sieht man, es hat geschneit. Die Schneefallgrenze ist weit runtergekommen und das wird sie in den kommenden Nächten auch immer wieder, teilweise bis ins höhere Flachland mit entsprechender Glättegefahr. Und dann spielen die Modelle so zum Monatsende mit einer Verlagerung des Tiefs. Wenn wir aus diesem Tief nur rein theoretisch rauskommen würden und selbst wenn es nur für ein paar Tage ist und das zieht raus auf den Atlantik und wir kommen auf die sogenannte Vorderseite, dann haben wir ruckzuck wieder so ein Wetter, was wir vor einer Woche hatten, nämlich Sonne und Wärme. Und wenn das passiert, dann sind wir definitiv schon richtig im Frühsommer. Grüße Sie und grüße euch. Davon sind wir allerdings momentan weit entfernt. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben sogar heute Morgen Schneehöhen gehabt. Rund um den Schwarzwald, die Alb und im Allgäu. Und wenn man das mal so nimmt, das sind natürlich alles höhere Werte, aber Freudenstadt beispielsweise ist ja eine Stadt, da leben Menschen, 7 cm Schnee. Stellt euch einfach mal vor, das wären Werte von 25 Grad und mehr, also ein Sommertag, dann wird es heißen, es hat verbreitet Schnee gegeben. Das sind natürlich nur einzelne Stationen, aber das wird erstens in den kommenden Tagen noch verbreiteter werden und zweitens immer wieder. Das ist die Frostbilanz bisher aus dem April bis einschließlich 15. Also gestern die Frosttage. Da haben wir nur ganz, ganz, ganz vereinzelt welche gehabt. Und deutschlandweit gemittelt sind es 0,21 Frosttage. Warum zeige ich diese Karte? Weil wir in 2 Wochen am Ende des Monats diese Karte dann nochmal rausfummeln und da wird es deutlich mehr Frosttage geben. Das wird richtig nach oben gehen, während die Sommer und vor allen Dingen die Hitzetage wohl unten bleiben werden. Schauen wir mal auf die nächsten Morgende. Da habe ich jetzt schon wieder eine WhatsApp bekommen. Kann ich da und da fahren und übermorgen? Wie sieht's aus? Da war nämlich die Frage vor, glaube ich, 6 Wochen. Ich bekomme ein neues Auto. Soll ich die Winterreifen drauf machen oder die Sommerreifen drauf lassen? Da habe ich gesagt, du kannst die Sommerreifen drauf lassen, wohnt ziemlich weit unten. Wenn es da mal ein paar Tage geben wird, musst du das Auto stehen lassen. Tagsüber taut das Ganze wieder weg. Allen anderen, die in höheren Lagen wohnen, habe ich immer gesagt, lasst bitte die Winterreifen drauf. Und das ist die Situation morgen früh. Wir haben einmal im Harz, dann im Hohen Venn, im Schwarzwald, auf der Alb, im Allgäu wieder und in den östlichen Mittelgebirgen, natürlich auch in den Alpen, örtlich Glättegefahr durch Schnee. Das Ganze bei Temperaturen von um die 0 Grad. Wir bekommen ziemlich verbreitet Werte von um und knapp über 0 Grad. Und wenn es mal etwas weniger windig ist und aufklart, heißt das natürlich Bodenfrostgefahr. Und das, Freunde, ist eigentlich erst der Anfang. Das wird noch richtig anziehen mit dem Frost. Am Donnerstagmorgen, da zieht wahrscheinlich ein Niederschlagsgebiet in die Schweiz und in den Süden Baden-Württemberg sowie ins Allgäu. Auch Teile Frankens und Thüringer Wald und Rhön sind davon betroffen mit entsprechender Glättegefahr. Ebenso Mühl- und Waldviertel bis in den südlichen Bayerischen Wald. Das Ganze wieder bei Temperaturen von um und teilweise unter 0 Grad. Gerade im Süden Bayerns gibt es doch recht verbreitet Frost und auch im Nordosten Deutschlands droht verbreitet leichter Frost. Am Freitagmorgen zieht ein neues Tief herein und die sogenannten Aufgleitniederschläge werden wahrscheinlich in der Hocheifel, im Hohen Venn und im Hochsauerland für Glättegefahr sorgen. Da beginnt es einfach kräftig zu schneien. Und da hast du dann oberhalb von 500 bis 600 Meter Höhe eine geschlossene Schneedecke. Unten ist das natürlich alles Regen mit entsprechendem Wind und Aquaplaning-Gefahr. Die Temperaturen liegen im Hochsauerland, in der Hocheifel bei 0 Grad, sonst bei ein paar Grad plus. Im Südosten, wo es vorher aufgeklärt hat, gibt es verbreitet Frost. Dann kommt der Samstagmorgen, der bringt auch noch Temperaturen von so um die 0 Grad, vor allen Dingen auch diesmal im Norden. Und dann einmal bitte tief durchatmen. Das sind die derzeitigen Trends. Es wird in der nächsten Woche wohl noch mal ein Tief geben mit Polarluft und dazwischen wird es ein bisschen ruhiger werden. Und das heißt, die Temperaturen werden weiter nach unten gehen durch die klaren Nächte. Hier werden verbreitet Frostgegenden berechnet von -2 bis -5 Grad. Und das sind ja die Gitterpunkte. Das bedeutet, bei längerem Aufklaren und Windstille sind das am Erdboden teilweise unter -5 Grad. Und es gibt ja einige, die hier schon zum Beispiel den Mais ausgesät haben. Wenn der gekommen ist, der wird völlig erfrieren. Sommerblumen haben hier auch keine Chance. Wenn ihr schon irgendwas rausgestellt habt, Oleander beispielsweise oder die Geranien, die drinnen überwintert haben, holt die rein. Die gehen euch kaputt. Das ist
der eine Morgen, der andere Morgen dann noch am Montag, auch hier nochmal in der Mitte und im Süden verbreitet Frost. Sparen wir uns das, was danach kommt. Da würde nämlich ein neues Tief kommen, erneut mit dem, was wir jetzt haben, mit Schneefällen. Das amerikanische GFS-Modell macht genau in einer Woche über der Mitte Deutschlands wieder so ein Tief wie jetzt mit Isobarendrängung, der liniengleichen Luftdrucks, mit stürmischem Wind und Temperaturen in 5,5 Kilometer Höhe von minus 30 Grad. Hochreichende Kaltluft. Nochmal, dasselbe Wetter wie jetzt. Temperaturen auch von so um die minus 3 bis minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Das europäische ECMWF-Modell macht ebenfalls einen ausgeprägten Trog über Mitteleuropa bis in den Mittelmeerraum mit entsprechend kalten Temperaturen. Das heißt, von jetzt mindestens binnen Wochenfrist kommen wir da nicht raus. So die nächsten 7 bis 10 Tage wird es beim klassischen Aprilwetter bleiben. Das heißt ja zwischendurch auch mal Sonnenschein, aber es bleibt einfach kalt. Und das Mittel der Berechnungen zeigt auch diese Beule hier, diesen Pickel sozusagen, der sich hier eingepfercht hat mit hochreichender Kaltluft und Temperaturen auch in 1500 Meter Höhe von deutlich unter 0 Grad. Und wie eingangs erwähnt, gibt es da eine spannende Entwicklung vom Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells. Man muss aber dazu sagen, das ist ein absoluter Ausreißer. Das europäische ECMWF-Modell macht auch einzelne Ausreißer. Die gehen extrem weit nach oben. Das wäre dann ein Hoch über Skandinavien und wir kämen in eine sehr warme Südostströmung. Und wenn wir dann 10 bis 15 Grad in 1500 Meter Höhe hätten, wäre das alles vergessen, was wir jetzt haben. Die Natur, die das überlebt hat, also unsere heimische Natur, für die ist es kein Problem mit der Kälte. Aber alles, was da hier nicht hingehört und was künstlich ist und was wir raussetzen, das wäre bis dahin kaputt, wenn man es nicht reingeholt hat. Würde aber dann so richtig einen Schub geben und alles würde in grün und bunt umgesetzt werden. Das Mittel der Berechnungen ist da ein bisschen moderater und zeigt zwar eine Erwärmung, aber eine moderate Erwärmung auf 0 bis etwas über 5 Grad in 1500 Meter Höhe, was natürlich schon mal deutlich mehr ist als jetzt. Schauen wir auf ein Ensemble und zwar für Würzburg. Mittellinie aus dem langjährigen Mittel, das ist das Mittel der Berechnungen, das war heute Morgen der sogenannte Frühlauf. Wenn der so kommen würde, der Hauptlauf, nur mal rein theoretisch, dann würde der April so weit runtergehen, dass er, was die Mitteltemperatur angeht, im Mittelfeld wäre. Der hätte dann nur knapp über 9 Grad und das entspricht ungefähr dem Klimamittel, das wir jetzt aktuell haben. Nichts mit 3 Grad zu warm. Das Mittel ist natürlich ein bisschen höher und es bleibt die ganze Zeit über wechselhaft, aber es ist einfach ein Aufwärtstrend erkennbar. Mit Ausreißern nach oben, aber, muss man auch sagen, nach unten. Es gibt hier weitere Berechnungen, die dasselbe zeigen mit dem, was wir jetzt haben. Und das europäische ECMWF-Modell, das ist ein bisschen nach oben verschoben, aber schaut euch mal an, was da für Läufe sind. Der eine verschwindet ganz, der ist weg. Der geht auf plus 20 Grad. Bei plus 20 Grad um die Jahreszeit haben wir dann 35 Grad. Das Mittel nähert sich langsam dem langjährigen Mittel an, aber auch hier gibt es Ausreißer, die nach unten gehen und es bleibt wechselhaft. Und die Farben, die wir hier haben, die finden wir in dem kalten Bereich. Die warmen, die würden jetzt keinen Niederschlag bringen, sondern wären tief vorderseitig und entsprechend sonnig. Nehmen wir uns aber trotzdem das europäische ECMWF-Modell zur Hilfe und schauen jetzt weiter. Wir haben uns eben das Mittel angeschaut für den 30. April. Blicken wir mal auf das Mittel für den 15. Mai nach dem europäischen ECMWF-Modell. Es riecht nach Sumpf, einer klassischen Sumpflage für diese Jahreszeit. Wir haben auf der einen Seite ein ausgeprägtes Azorenhoch, hoch dann auch über Grönland und über Russland. Bevor die Frage kommt, warum habe ich das Hoch hier schwarz gemacht, damit man sieht auf weiß drum. Die Fragen gibt's. Wir haben von Skandinavien über Mitteleuropa und Osteuropa bis in den östlichen Mittelmeerraum so eine Tiefdruckzone liegen. Das müssen wir uns so vorstellen. Hier haben wir so Berge. Das ist das Hoch und über Europa eine Wanne. Das ist eigentlich eine absolut typische Wetterlage für diese Jahreszeit, nennt sich auch Frühsommermonsun, weil die Meere sind noch relativ kalt. Das Land wird stark erwärmt, die Luft steigt auf dem Land auf. Das Wasser kondensiert zu Schauern und Gewittern. Und wenn die Luft aufsteigt, muss sie irgendwo nachgezogen werden. Und das passiert dann eben von der See. Und erst im Laufe des Sommers, wenn sich die Temperaturen angleichen, ändert sich dann wieder die Wetterlage. Es kann sein, dass wir längere Zeit damit zu tun haben. Das ist die Grundwetterlage, die berechnet wird. Und was die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel angeht, sieht es wie folgt aus. Rund um den Nordpol, wenn man das mal so sagen darf, und das Nordmeer haben wir mehr Hochdruck, ebenso über Russland und genau über Mitteleuropa
haben wir die höchsten Abweichungen, was den Tiefdruck angeht, wo wir mitten in der Wanne sind. Das bedeutet, die wechselhafte und kalte Phase, die wir jetzt haben, wird, wenn überhaupt, nur kurzzeitig mal durch eine Tiefvorderseite unterbrochen, wo es sonniger und wärmer wird. Ansonsten werden wir aus der kalten zweiten Aprilhälfte wahrscheinlich in einen durchschnittlichen, schlonsigen Mai kommen mit vielen Schauern und Gewittern und wenig Beständigkeit.